Du gottverdammte kleine Kakerlake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens ein Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echte Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Ist das alles? Na, okay. Beeindruckt. Das hat wehgetan. Ohne Scheiße. Unterschätze nie die Liebe eines Vaters, was? Siehst reparaturbedürftig aus. Mehr, gib mir mehr. Sterb, als würdest du mir hey. Zu schaffen, schon mal scheiße. Dafür bin ich diesen verfluchten Waldneuen Dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. All die Jahre unter der Koppel dieser Schlappe. Das war nicht leicht, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Oh, nicht aufgeben! Tick-Tack, Ethan! Zeit für Spiele ist vorbei! Schon. Zu schade, ich bin dein einziger Fan. Komm schon. Hast du Spaß? Stirb, als würdest du am Leben hängen. Weich dem aus!
Scheiße. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Hölle wieder. Erst kill ich Miranda. Wow. Und dann gehört Rose Macht mir. Au. Nein. Nein. Es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Damn. Du mieser Scheißer. Kristalline Heisenberg. Handy klingelt. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Das ist doch Miranda, oder? Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Aha. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Das ist Miranda. Miranda. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzid vergisst niemanden. Ah. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Ach nein. Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Fuck! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Wow. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Die hat uns das Herz rausgerissen. Hat das Blut sich ins Gesicht geschmiert. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen.
Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Okay. Okay. Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Okay. Also. Ist das jetzt 3 Jahre her, nachdem Ethan Winters gestorben ist? Ist das jetzt 3 Jahre danach? Habe ich das richtig verstanden? Und Chris ist nicht mehr bei der BSAA. Das wissen wir jetzt auch. Weil da war er noch zu Revelation-Zeiten und so. Hey Alpha, sieh mal. Und ich bin aber noch zu Resident Evil 6-Zeiten noch. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Waffe ist krank stark. Westliche Route sicher, rücke aus. Verstanden. Scheiße. Es gibt keine Karte mehr. BSAA-Fahrzeug gesichtet. 2 Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Ah, warte mal. Das hier ist Luisas Haus. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Mutamycet. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Okay, scheiße. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Spuren versprühen. Haltet eure Masken auf.
Okay. Okay. Wow, das läuft gerade ein bisschen über in Call of Duty mit Zombies. Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Okay. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Nachtsicht. Okay, das ist jetzt was komplett anderes. Aber ich finde, man erkennt einfach, wie geil die Karte von dem Game ist. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ich muss einfach ein bisschen mehr ballern. Ich bin immer noch in dem Munisparmodus. Von einer Mutamizinkolonie dieser Größe habe ich noch nie gehört. Schönes Ding. Der hinterhältige Huren. Wenn meine Mutter das sieht, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Was habe ich noch? Ich habe noch eine Pistole. Granaten. Wow. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Oh mein Gott. Digga, das war eine Millisekunde davor gefühlt.
ist recht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Wie viele denn? Geht's allen gut? Hören aus dem Bild. Wir sind einfach. Ja, ich kann nichts machen. Das kann ich ja nicht sagen. Funktioniert der Laser auch hier? Die Zahl der Biowaffen steigt. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Lange hält das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Sie kommen. Die Bomben raus. Okay, du darfst dich da an keine Ecke stellen. Die schlagen einfach so auf dich ein. Du bist einfach Instant Whip. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Wahrscheinlich ist das Klügste im Kreis, immer um die Statue herumzulaufen. Yeah, mitten rein. Muss nachladen. Warte kurz. Und vielleicht ein bisschen, oder mitten und noch ein bisschen mit Granaten so. Auf dich zu. Der erste packt einen einfach ins Bett. Ja, springt halt direkt von oben, direkt neben uns runter und trifft uns instant wieder. Jo. Ah, Digga, das ist doch echt los. Oh mein Gott! Digga, und ich werde schon wieder getroffen. Alter! Ey, komm schon! Langsam wird's dumm! Langsam wird's dumm! Bitte! Bitte! Das ist aber auch echt unnormal. Echt unnormal. Vor allem, die spawnen einfach immer wieder neu. Es gibt kein Ende. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier.
Okay, das Zeug, was die Bakers also haben, gehabt haben, ist von hier, Digga. Bewachst den Megamyth hinten, was? Ja, er schon wieder. Haben wir den nicht mal gesehen? Lomo, mir macht ja einer zu schaffen. Ich brauch deine Hilfe. Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Ich bin gleich bei dir. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Wow. Ich glaube, auf den zu schießen bringt gar nichts, ne? Nein, das ging daneben, Digga. Weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Okay, man kann ihn doch erschießen. Oh, Digga, hier wieder so eine Scheiße. Für die, die es später sehen, wieder so eine Ibunida Famous kauft dir Follower Bot Scheiße. Das Twitch ist so verseucht von diesem ganzen Schmutz. Echt katastrophal. Wirklich katastrophal. Frage, wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamyth. Das ist also das Ding, Digga. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamyth. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Okay. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Nee, warte mal. Es ist zu spät, aber... Warte kurz. Ich glaube, wenn der... Nee, okay. Wenn Miranda... Wenn die Zeremonie noch nicht war... Wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem. Du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Die Wurzeln alles Übels. Wenn
Wenn die Zeremonie noch nicht war, dann muss das ja noch derselbe Abend sein, weil sie hat ja gesagt, die wird beendet sein, bevor der neue... Das muss Mirandas Labor sein. Bevor der nächste Morgen ankommt.